Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu Vlogmas-Tag Nummer 10. Jetzt ist es schon zweistellig und wir haben heute den zweiten Advent. Und da ich es letzte Woche vergessen habe, sage ich es direkt dazu. Ich wünsche euch einen wunderschönen zweiten Advent. Klar, wenn ihr diesen Vlog seht, dann ist der zweite Advent schon wieder vorbei. Ich hoffe natürlich aber, dass ihr einen tollen Tag hattet und einen schönen Sonntag. Wir haben gerade schon hier am Tisch und da vorne beide Kerzchen angezündet und die Lichterkette, die ich da drum habe, angemacht. Ja, einfach so ein kleines bisschen Stimmung, ne? Und einfach ein bisschen die Kerzchen an. Ich habe schon hier am Laptop Vlogmas Tag 9 geschnitten und das Video lädt gerade hoch. Jakob sitzt dort, der guckt da irgendwie so ein bisschen Fußball. Was ist das eigentlich immer? Wie heißt das? Doppelpass. Was für ein Ding? Doppelpass. Da sitzen dann immer so komische Rentner und so Männer mittleren Alters und quatschen darüber, was sie alles nicht von Fußball verstehen. Heute ist ein zweiter Versuch, also doch letzten Sonntag habe ich euch auch gesagt, dass wir da nach Gerolstein fahren wollten, auf diesen Mini-Weihnachtsmarkt, Hüttenzauber, wie man das jetzt auch nennen will. Und heute ist da zusätzlich irgendwie noch so ein Advents-Special irgendwas und wir wollten einen zweiten Versuch starten. Und das steht wirklich überall auf den Plakaten, dass die sonntags aufhaben und ich bin mal gespannt. Jakobs Mama ist noch arbeiten. Wir warten einfach noch, bis die von der Arbeit kommt. Und dann so gegen Mittag, so Nachmittag, wollen wir dann mal dahin fahren und mal gucken. Vielleicht dann Glühwein oder einen Kakao trinken. Gestern hatte ich euch auch gar nicht mehr gezeigt. Ich hatte das total vergessen. Ich hatte auch ja nicht wirklich mitgefilmt gestern. Einfach, weil ich die Zeit auch meistens dann ohne Kamera am liebsten habe. Ich habe gestern noch zwei, drei Geschenke eingepackt. Gestern kam nämlich noch ein Paket an, gestern Morgen. Und da habe ich dann noch ein paar Sachen eingepackt. Meistens sind das aber die Sachen gewesen, wo ich genau weiß, die Leute gucken die Videos. Natürlich möchte ich niemandem was vorwegnehmen und dann, dass derjenige nicht mehr überrascht ist. Aber eine Sache, die liegt noch hier, die kann ich euch dann schon mal zeigen. Jetzt rollt mir das Geschenkpapier schon, wer weiß wohin. Und zwar, also ich bin praktisch so dafür zuständig natürlich. Ich besorge meistens, machen wir das jetzt so seit ungefähr 2-3 Jahren so, ich besorge die Geschenke für uns, also die wir verschenken. Jakob, der bringt dann ab und zu mal so einen Vorschlag ein oder so oder wir überlegen zusammen. Aber meistens habe ich dann so eine Idee und er sagt, ja stimmt, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen und so. Und ich besorge dann immer die Geschenke, die wir dann an unsere Family verschenken. Seit ungefähr ja so 2 Jahren ist das. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber meistens ist es ja so, dass die Erwachsenen sich untereinander eigentlich nicht viel schenken oder gar nichts. Meine Oma und mein Opa zum Beispiel haben sich irgendwann nichts mehr geschenkt. Meine Eltern machen das genauso. Und meine Oma hat auch irgendwann aufgehört, jedem was zu schenken. Da haben nur noch die Kinder was bekommen oder was Süßes. Aber seit wir hier wohnen und wir das dann so gemacht haben, dass wir Heiligabend alle zusammen sind, also meine Family und Jakobs Family, hat das irgendwie angefangen, dass doch wieder jeder angefangen hat, sich was zu schenken. Da kam dann auch die Regelung, sage ich mal, oder dieser Vorschlag von allen, dass wir sagen, okay, 5 bis 10 Euro, so jeder eine Kleinigkeit, weil es sonst einfach viel zu viel wird, es nimmt Überhand und die Geschenke sind ja auch gar nicht Sinn hinter Weihnachten. Dann hat meine Oma dann irgendwann gesagt, weil zum Beispiel meine Mutter fragt mich immer, was könnte ich denn deiner Schwiegermama schenken? Meine Schwiegermama fragt, was kann ich denn deinem Stiefpapa schenken und so weiter. Und ich finde das total schön, dass die dich auch untereinander alles so Kleinigkeiten schenken und irgendwie auch aneinander denken. Und dann kam meine Oma dann irgendwann und sagte, boah, irgendwie ist das komisch. Ich kriege von allem was geschenkt, aber ich verschenke selber nichts. Ja, und dann möchte meine Oma jetzt auch immer was verschenken. Sie hat das letztes Jahr schon gemacht, das erste Weihnachten, als wir hier gewohnt haben, auch schon. Und dieses Jahr natürlich auch. Und dann bin ich auch so ein bisschen dafür zuständig, weil meine Oma, die hat überhaupt keinen Plan von Online-Shopping. Ich erkläre ihr zum Beispiel jedes Jahr, was Black Friday ist oder Cyber Monday. Und dann versuche ich ihr das so ein bisschen zu zeigen. Aber so von Online-Shopping hat sie halt gar keine Ahnung. Oder generell vom Internet. Und wenn wir dann zusammen vielleicht mal fahren oder so, weil alleine fährt sie auch super selten, dann gucken wir mal zusammen. Aber eigentlich bin ich dann so diejenige, wenn sie so Ideen hat oder so, ich bestelle das dann alles für sie oder kaufe das für sie. Und damit sie das dann verschenken kann und packe das dann meistens auch ein, habe ich auch gar kein Problem mit. Aber deswegen habe ich immer, wirklich jedes Jahr eine Liste auf dem Handy, weil ich sonst so durcheinander komme, von wem was ist und wer was bekommt und wer was schenkt.
Ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. An sich total süß, dass einfach jeder dann auf den Gedanken kommt, ja doch, wir schenken uns jetzt was. Und ich hatte zum Beispiel bei Amazon Sachen bestellt, ich habe bei Temu Sachen bestellt. Wir haben auch so schon Sachen gekauft, bei Teddy und bei Action habe ich Sachen gefunden. Dann habe ich zum Beispiel dieses Jahr auch ein paar Fotogeschenke, da hatte ich super krasse Angebote gesehen. Das war, glaube ich, vor anderthalb, zwei Wochen ungefähr. Und ich fand das so, so cool. Also es ist dieses Jahr wirklich von allem was dabei. Und das hier zum Beispiel, ich weiß, also ich hoffe jetzt, meine Mutter guckt dieses Video nicht. Die guckt selten das, weil die das auch mit YouTube nicht so ganz versteht. Auf jeden Fall habe ich diesen Kissenbezug hier bei Temu gefunden. Und den habe ich meiner Oma gezeigt und sie fand das super schön. Und dann hat sie gesagt, den soll ich bitte bestellen. Und meine Oma schenkt den hier dann meiner Mama. Wir machen da auch noch ein Kissen rein, sodass nicht nur der Bezug verschenkt wird, sondern ein komplettes Kissen direkt. Ja, wollte ich einfach nur mal so gesagt haben, weil dass ich das total schön finde. Und dann wollte ich das hier gleich auf jeden Fall noch einpacken. Aber meine Oma, die hatte unten noch ein Kissen, was wir da reinmachen können. Langsam wird der Platz da beim Adventskranz auch ein bisschen eng. Und ich sollte, glaube ich, ein paar Geschenke auch unter den Weihnachtsbaum packen, sodass wir das ein kleines bisschen verteilen können. Denn ich kann jetzt schon mit Sicherheit sagen, wenn dann Heiligabend alle kommen, dass es hier dann wieder aussehen wird, wie bei Hempels unterm Sofa, ne? Wenn ich überlege, dass meine Mama und mein Stiefpapa noch Geschenke mitbringen, da kommen ja noch die Geschenke alle zu, die ich jetzt noch einpacke. Dann meine Schwiegermama bringt Geschenke mit und mein Schwiegerpapa, Jakobs Tante, bringt welche mit. Ja, also es sieht hier auf jeden Fall immer so krass aus mit den Geschenken. Ich finde das jedes Jahr aufs Neue krass, dass man sagt, man schenkt sich nur eine Kleinigkeit und dann hat nachher gefühlt jeder 10 Geschenke. Ihr könnt mir auch sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das in eurer Familie macht mit den Geschenken. Schenkt ihr euch alle was, schenkt ihr euch gar nichts? Oder schreibt mir das einfach sehr gerne mal, da kann man sich ja ein bisschen austauschen. Ich finde das immer ganz schön, das auch so von anderen zu hören, wie die das so handhaben. Und dann kümmere ich mich jetzt mal hier ums Video und euch wünsche ich ganz viel Spaß bei Vlogmas Tag Nummer 10. Kommen Sie auch zum Öffnen? Mhm. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Bühno. Ein Bühno. Haha, ich hab deine Tür abgerissen. Ich hab's gesehen. Ich glaube, ich habe einen Schokobon, weil das ist ein kleines Türchen. Und bisher, ja, waren da immer weiße Schokibons drin. Wir haben auch noch unsere Weihnachtsmänner. Ich glaube, den schnabuliere ich mir noch her. Das finde ich gut. Das Beste am Dezember ist und bleibt natürlich Weihnachten. Aber Adventskalender jeden Tag öffnen und jeden Tag was Süßes zu haben. Okay, der nimmt sich noch ein zweites Süßes. Ist einfach so geil. Ich hätte gerne so einen Jahreskalender. Irgendwie, das wäre so schön. Ich hatte euch ja schon gezeigt, dass hier noch super Chaos ist. Dadurch, dass hier ja mit den Handwerkern so viel los war, konnte ich ja nicht meine ganzen Sachen in den Zimmern verteilen und habe mir dann einfach gedacht, da das hier halt für uns das unwichtigste Zimmer ist, habe ich einfach alles hier reingeräumt, weil ich das hier so gut lagern konnte, damit es halt nicht im Weg steht und nicht stört, weil hier schon alles fertig war. Haben wir schon den 10. und ich habe hier immer noch nichts gemacht. Hier steht nur die Deko einfach rum und in Kisten. Lohnt sich das noch? Soll ich das noch machen? Aber ich mache es die Tage. Also ich glaube, ich könnte es nicht übers Herz bringen, es dann nicht zu machen irgendwie. Jetzt hat er sich da was zu essen genommen, also so ein süßes, jetzt will ich auch ein süßes. Ich nehme mal ein Kinder Country. Hab auch was. Cool. Hab ein Kinder Country. Heißt er Country? Mhm. Oder nicht? Wie heißt er denn dann? Ist in der Country jetzt ein Franzose? Da fehlt aber noch das Baguette und die Mütze. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else.
Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm, got you up in my arm. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present. Come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year. Drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. It's Christmas and some kind of love, my friend. Pick up some candy canes and hang a wreath on your door. It's Christmas. So, wir sind wieder zu Hause vom Weihnachtsmarkt, von dem kleinen Advents-Special da. Es war richtig schön und es hat richtig mir gut gefallen, oder uns. Also, die hatten da halt so ein so ein Weihnachtsmarkt, so eine Art Weihnachtsmarkt aufgebaut. Und zwar in so einer Halle. Fand ich auch mal ganz interessant, war irgendwie richtig cool. Und man konnte da auch Lose kaufen für so eine Tombola. Dann konnte man, also 50 Cent haben die gekostet, dann konnte man halt gewinnen. Und ich fand es richtig cool. Wir haben eigentlich ganz coole Gewinne so abgeräumt. Wir haben so ein paar Lose gekauft. Das waren auch ein paar Nieten dabei. Jakobs Papa, der ist eigentlich so, der gewinnt eigentlich immer. Der hat schon so oft irgendwo gewonnen. Und jetzt hatte der wirklich komplett nur Nieten. Der hat, oder? Hat der, doch, eine Sache hat der gewonnen, und zwar die Pommes. Achso, stimmt. Oder hat deine Mutter die gewonnen? Nee, die hat die gewonnen. Jakob hat sich ja gerade auf Fußball angemacht und ich dachte, ich zeige euch einfach mal, was wir so bekommen haben. Wir waren halt auch da so draußen, also da standen auch so ein paar Buden noch. Da konnte man Glühwein und Kakao sich holen, Erbsensuppe und Bratwurst gab es. Wir haben eine Bratwurst gegessen, Jakobs Eltern eine Erbsensuppe. Und da gab es dann Live-Musik und so, also auf jeden Fall super süß gemacht. Und ich finde das einfach schön, dass man sich dann auch so ein bisschen was einfallen lässt. Wir haben als allererstes, haben wir mal hier so eine Decke gewonnen. Und zwar ist die original von Gerold Steiner. Ich habe gerade gesehen, hier ist auch so ein Gerold Steiner Emblem drauf. Also richtig, richtig cool. Und die ist richtig weich. Gut, ist halt grün, ist jetzt vielleicht nicht so meine Favorite-Farbe. Aber eine Decke kann man immer gebrauchen, finde ich super süß. So, dann haben wir noch einmal eine, wie nennt man die nochmal? Parkscheibe. Parkscheibe, genau, eine Parkscheibe gewonnen. Echt cool. Dann haben wir tatsächlich noch einen Gutschein gewonnen, und zwar von McDonald's für einen gratis Big Mac. Da bin ich natürlich am Start hier, ne? Ist doch ganz klar. Und dann habe ich mir aber auch noch was gekauft. Also ich habe euch ja die Stände so ein ganz kleines bisschen gezeigt. Und ich fand das einfach so süß gemacht, und dann habe ich den hier gesehen. Ich konnte nicht mehr. Wie süß ist der? Also ich muss ja sagen, ich liebe ja diese ganzen Weihnachtsmänner. Ihr seht das ja auch an meiner Deko. Die ist jetzt nicht super modern und die ist jetzt auch nicht, wie es bei vielen halt ist. Ich habe viele alte Sachen. Ich habe viel so dieses Traditionelle, auch so ein bisschen von früher. Und der hat mich so daran erinnert. Also die sind eigentlich richtig, richtig teuer. Und das ist halt auch alles handgefertigt. Und ich finde das so süß. Das Einzige, was der kleine Mann hier hat, hier unten, der ist mal hingefallen, ist der Boden ein kleines bisschen kaputt. Das hatte sie mir aber schon gezeigt, die Frau, die war auch super, super lieb. Und deswegen, also wenn man den so hinstellt, sieht man es halt gar nicht, ne? Nur wenn man unten drunter guckt. Und ich habe auch solche Teile, die unten drunter mal kaputt sind oder wo ein Riss ist. Und der hat mich nur 5 Euro gekostet. Und ich weiß, weil meine Oma und meine Mama haben davon super viele, ich weiß, wie super teuer die sind. Und ich wollte den aber unbedingt haben. Der ist einfach so schön. Ich habe mich sofort verliebt. Und für 5 Euro, vor allen Dingen, weil die Frau so lieb war, die hat mir das nämlich sofort gesagt. Die 5 Euro habe ich ihr gerne gegeben. Dann haben wir auch noch diesen Beutel hier in der Tombola gewonnen. So,
Dann haben wir hier noch, ich habe noch so eine Kuchenform hier gewonnen. Da steht sogar noch der Preis dann. 3,95 hat die mal gekostet. Im Endeffekt hast du 50 Cent dafür ausgegeben. Ja, 50 Cent hat ein Los gekostet und es war halt eine süße Sache. Und ich meine tatsächlich, diese 50 Cent, die wurden, glaube ich, auch dann gespendet . Ich habe nicht genau gelesen, für was. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ist auf jeden Fall hier so eine Backform und das soll dann aussehen wie so eine Weihnachtsglocke. Dann gab es hier noch von, ich weiß nicht, ob das ein Verein war. Ich habe das tatsächlich jetzt nicht ganz genau gelesen. Aber, hier ist so Deko drin. Also so ein selbstgebasteltes, das ist ja süß. So ein Stern. Ich glaube, das soll ein Herz sein. Auf jeden Fall war das irgendein Verein und die haben diese Sachen kostenlos verteilt und dann hat jeder so eine Tüte bekommen. Waren hier einfach solche Flyer und so Infosachen drin. So ein Buch ist hier noch drin gewesen. Und was ist das hier? Ein Kalender. Und dann haben wir noch diese Tüte hier gewonnen. Und da haben wir noch gar nicht reingeschaut. Die mache ich jetzt mal auf. Und da ist drin ein Händedesinfektionsmittel. Sieht ein bisschen aus wie so eine Spüliflasche. Mhm. Ja, das haben wir auf jeden Fall auch noch gewonnen. Kann man auch immer gebrauchen. Für wer weiß wie viel Kram. Und ich finde es aber ganz cool, dass sie sich sowas ausgedacht haben. Und da waren richtig viele schöne Stände. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche, wie viel Handarbeit dabei war. Und dass die Preise wirklich nicht zu teuer waren und dass manche Sachen, die fand ich einfach viel zu günstig. Und ich bin ja immer Schnäppchen-Queen und bin immer froh, was Günstiges zu finden. Aber das war krass. Ich habe teilweise gedacht so, wow. Und wie gesagt, haben wir dann noch eine Bratwurst gegessen. Wir waren gerade noch schnell bei der Bäckerei und da hat meine Schwiegermama uns eingeladen. Die hat gesagt, ob wir noch zusammen Kakao trinken. Ich würde sagen, war auf jeden Fall erfolgreich. Da war auch Live-Musik, also war richtig, richtig cool. Und wie gesagt, ich finde halt für so eine kleine Stadt oder für so ein Dorf jetzt in dem Sinne, finde ich es halt cool.